Herzlich willkommen zum XBET Talk. Heute mit Sportwettenexperte und Ex-Profi Jan Tauer. Dranbleiben lohnt sich. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail. Jetzt eintragen auf xbet.tipps. Ich habe heute einen Interviewgast zugeschaltet über Skype, der ehemalige Fußballprofi Jan Tauer, jetzt aktiv als Sportwettentippster. Und er hat selber jahrelang bei sehr vielen Traditionsvereinen in Deutschland gespielt. Erzähl mal was über deinen fußballerischen Werdegang. Naja, angefangen habe ich bei Fortuna Düsseldorf. Seitdem ich von 4 bis ich 20 war, habe ich da gespielt. Also ganz treuer Spieler gewesen. Dann war das halt Oberliga in Düsseldorf, war ein bisschen zu wenig für mich. Von daher bin ich dann gewechselt in die dritte Liga, nach Uerding, dann nach Braunschweig in die zweite Liga, von Braunschweig nach Schweden in die erste Liga in Schweden und dann nach Osnabrück, zweite und dritte Liga. Und dann gab es noch eine kleine Reise nach Griechenland in die zweite Liga, aber dann war es dann auch. Jetzt ist man alt genug, dass man die Schuhe an den Nagel legen konnte. Ja, ein richtiger Fußball-Globetrotter und einige Traditionsvereine, bei denen du da gespielt hast und hast gesagt, vor allem bei Düsseldorf, die waren damals in der Oberliga. Jetzt schau sie dir an, jetzt spielen sie in der ersten Liga. Hättest du gedacht, dass die nochmal so durchstarten? Ja, vor allen Dingen, gestern gab es ja auch ein wunderschönes 0-4 bei Schalke. Das hat uns extrem gefreut. Naja, Fortuna macht's gut. Die stehen halt kompakt hinten drin und von daher verdient, dass sie ja im Mittelfeld stehen. Also hat mich überrascht, dass sie es wirklich immer gepackt haben, weil wo ich da war, gab es halt einen Sponsor, das waren die Toten Hosen. Ansonsten hätten wir die Saison in der Oberliga nicht mal gepackt. Ne? In deiner Profikarriere hast du ja viel erlebt. Auf dem Platz hast du da vielleicht auch den ein oder anderen genaueren Blick als der Otto Normal Fußballfan oder Durchschnittssportwetter. Also eins darf man nie vergessen, dass Sportwetten immer ein bisschen eine Glückssache ist, aber ich denke immer, man kann den Glücksfaktor ein bisschen verringern, indem man halt viel über die Mannschaften und die Statistiken weiß. Also ich habe ja nach meiner Fußballkarriere im Fernsehen gearbeitet, bei Eurosport hier in Schweden. Und das war ganz extrem zu sehen. Da gab es bestimmte Mannschaften, da gab es halt immer viele Ecken oder viele Tore. Also so ein Beispiel mal einfach zu nennen, die spielen auch heute übrigens, Midtjylland, ein Verein aus Dänemark, extrem hohe Torquote, also extremst hoch. Und von daher, das sind so Sachen, die, wenn man so einfach so ein bisschen die Mannschaft anguckt, merkt man das nicht. Aber wenn man so sich sehr viel befasst, dann fällt das schon sehr auf. Und so Auffälligkeiten, das ist halt das, wo man dann nachspielen sollte. Du warst selbst Abwehrspieler und in der schwedischen Liga kennst du da vor allem die Stärken der schwedischen Stürmer relativ gut. Und da hast du im Privatgespräch schon gesagt, wir können uns auf den März freuen, wenn die Schweden wieder aus der Winterpause kommen. Was macht den Fußball dort so interessant? In Schweden ist es ganz extrem, der Fußball hier, weil es gibt halt einige Vereine, die spielen halt auf Kunstrasen. Dann gibt es halt einige Vereine, die spielen auf Mixed-Kunstrasen. Und es gibt drei Vereine, die spielen nur auf normalen Rasen. Und es ist extrem, zum Beispiel Vereine wie Elfsborg, wenn die zu Hause spielen, die haben ganz speziellen Kunstrasen, ist ganz schwer, die zu schlagen. Es ist ganz brutal schwer zu schlagen. Egal wer kommt, die haben es immer schwer, weil der Platz ist so trocken, so langsam. Und die sind da dran gewöhnt. Und zum Beispiel gestern habe ich mir Spiel angeguckt, Joe Gardens gegen Elfsborg. Und auch wo Elfsborg geführt hatte, wusste ich immer, die werden das Ding nicht gewinnen. Weil die sind nicht dran gewöhnt, auf diesem normalen Rasen zu spielen. Halt. Na, Joe Gardens das Ding hat natürlich nur gedreht. Zum Glück. Von daher sind so kleine, so viele Sachen, die man halt immer in Betracht ziehen muss. Also uns gibt es jetzt seit 3 Jahren. Wir haben ganz klein angefangen. Und haben dann nach und nach Vertrauen erarbeitet. Wir wollen auch offen sein und wir wachsen auch in Deutschland und sind jetzt auch Standbein aufgebaut und geben halt auch Gas jetzt. Und besonders darauf freuen können wir uns, wenn im April dann die schwedischen Ligen wieder losgehen und da hast du ja letztes Jahr brutalst abgeräumt. Ja, da geht es ja, nicht. Also wie gesagt, da kann ich den Leuten versprechen, letztes Jahr hatte ich durchgängig über das komplette Jahr hatte ich eine 82er Treffer gemacht. Von daher nicht so schlecht. Eure Tipps kann man für 1 Euro einen Monat gratis mehr oder weniger testen und dann, wenn es einem gefällt, für 30 Euro weiter testen. Und wenn jemand gute Arbeit leistet, dann finde ich, sollte man da auch Geld zurückgeben. Also vielen Dank dafür und danke fürs Interview. Und viel Erfolg weiterhin.
Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps.